Gut, nach unserem letzten Krieg jetzt hier müssen wir ein bisschen aufräumen, oder? Wir haben immer noch unseren Bündnispartner hier unten, der das aber wahrscheinlich ganz gut alleine hinbekommt, wenn ich mal so die Einheiten überblicke. Das heißt, wir werden unsere Einheiten hier oben auflösen. Wir werden unseren Marschall wieder... Oh, Passau hat sogar hier 100 Kontrolle. Hä? Moment. Was war denn das für ein Bildschirm jetzt? Wieso ist denn Passau ist angezeigt worden als 100%? Na gut, also Passau noch ein bisschen die Kontrolle fördern. Wir haben unglaublich viel Kohle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal hier noch die ein oder anderen Gebäude bauen. Also für das Fürstengebäude fehlt uns immer noch ein bisschen Innovation. Die Burrs, wann kommen denn die Burrs? Die Burrs sind im Frühmittelalter, oder? Hier. Das heißt, wir können nur weiterhin alle anderen Sachen neu bauen oder upgraden. So. 974. Der Papst vielleicht, ja, wobei Frömmigkeit fehlt uns noch, aber er wird uns wahrscheinlich minus 7. Wenn wir nicht mehr wohlhabend sind, dann würde er uns sogar Kohle wieder geben. Also wenn wir die Kohle ein bisschen raushauen und dann 250 Frömmigkeit bekommen, dann können wir uns wieder Kohle holen. Was wir machen müssen, ist jetzt endlich mal die Jagd, oder? Beziehungsweise wir müssen unseren Hof etwas aktualisieren. Wo schon wieder jemand wartet, machen wir gleich. Wir gehen mal auf die einige Dienerschaft-Option hier. Kostet uns 0,4 pro Monat. Haben wir irgendwas, was sich wirklich lohnen würde? Prestige, Hofbrachbonus, Prestige. Hier vorne hätten wir Anspannungsverlust und hier für die Gäste. Naja, nicht so wirklich was dabei, was man unbedingt haben will, oder? Also, einmal kurz hier katzenhafte Jägerin. Ich glaube, ich habe den Grund dafür gefunden, warum wir an manchen Tagen weniger Ratten haben als alle anderen. Eine Katze. Ja, wir nehmen natürlich die Katze an. Wir sind ja Katzenfan. Ah, dieses Event hätte man auch ganz normal als reguläres Event machen können. Dafür in den Hof wechseln, ne? Hofhalten sparen wir uns ein bisschen. Wir wollen ja wieder etwas Prestige ansammeln. Und wir brauchen wieder einen Namen für unsere Katze. Flausch, Söckchen, Schneeflocke. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir nennen sie einfach mal Bazi. So. Der Bazi. Skandalöser Priester, sein Vergehen verdammen. Würde uns Frömmigkeit geben. Dann wären wir schon kurz vor knapp hier. Aber wir würden auch wieder Anspannung bekommen. Wir bekommen in jedem Fall Anspannung, weil wir ansonsten hier Frömmigkeit und Prestige einsetzen müssen. So, wir werden überwältigt. Das macht aber gar nichts, weil wir sofort jetzt die Jagd veranstalten. Die Katze, die kann im Bad leben. Als hätte ich Mäuse in meinem Bad. Also bitte. So, man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit. So, sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick. Auch tot am Boden vor mir. Wastel ist ebenso vor Ehrfurcht ergriffen. Der Kopf wird sich prächtig machen in meiner großen Halle. Wenn man denn mal so einen Kopf ausstellen könnte, das wäre so gut. Das wäre so gut. Wastel, die Lorbeeren geben. Oder Anspannung verlieren. Lieber Anspannung verlieren. So. 4 Punkte noch. Das schafft das noch. Der schafft das noch. Der Bart wird schon leicht grau. Aber der schafft das noch hier. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen
Oh, wir müssen Wien dann auch noch die Kontrolle geben. Kann man denn in Wien was Schönes bauen? Da ist auch noch nichts möglich. Aber vielleicht nochmal ein schönes Steuergebäude. Hier die Herrenhäuser zum Beispiel. Oder die... Oh, da sind ja gleich zwei hier. Einmal bitte die Herrenhäuser. Wir müssen hier auf alle Fälle die Kontrolle noch etwas anpassen. Hier 0 Punkte. Das machen wir, sobald Passau durch ist. Was wollte ich eigentlich jetzt nachschauen? Irgendwas mit der Kultur? Ich weiß es nicht mehr. Wir können auf alle Fälle nicht alle Traditionen übernehmen, sehe ich gerade, weil Tschechisch hat 5 und Bayern hat 3. Das sind leider 2 zu viel momentan. Irgendwas mit Prestige wollte ich noch machen. Ach ja, wegen der Erbnachfolge. Wir müssen uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir weitermachen. Entweder wir lassen es so, wie es ist aktuell und dann verlieren wir, oh, mittlerweile schon 2 Herzogtümer an den Prinz Wastl und holen uns die dann wieder zurück nach dem Todesfall. Aber es wäre halt jetzt dadurch, dass wir ja sowieso nur einen zusätzlichen Sohn haben, komm, dann wird halt der irgendwie jetzt hier enterbt. Wir werden den enterben, wir werden ihn nicht einsperren, weil wir immer noch mit Tyrannei zu kämpfen haben. 28 Minuspunkte. Wenn unser Sohn hier, wenn wir den jetzt einkerkern würden, würden wir nochmal 20 Meinungspunkte haben hier. Könnten wir uns das leisten? Gerade so noch, aber es wird schon ein bisschen happig jetzt. Ist die Königin aus Bayern eigentlich seit dem Frieden aus deinem Knast raus? Die Königin, meinst du die hier? Also die ist ja Anführer gewesen, die ist sofort dann, die wird sofort dann entlassen. Nach dem Krieg. Nach den Friedensverhandlungen. Kannst du bitte kurz schauen, ob du die Entscheidung mit dem Erzherzogtum Österreich hast? Wo muss ich denn da nachschauen? Hier? Mir sagt das nämlich überhaupt nichts. Vielleicht muss hier die Hauptstadt sein, in Wien dann. Vielleicht muss die Hauptstadt nach Wien verlegt werden, aber das machen wir nicht. Wir bleiben in Regensburg als treuer Bayer hier. Wir können ja noch gar nichts errichten, ne? Du kannst gar nichts errichten, wenn du nicht die Stadtplanung hast. Und die dauert bei uns noch ewig, selbst mit Fokus, 42 Jahre noch. Aber Hauptsache, wir haben Kriegsvölker. Also, wir kümmern uns um unseren Sohn hier. Wir werden nicht die Tyrannei machen, wir werden ihn einfach so enterben. Gelübde auffordern wird er halt nicht machen. Wir haben ja auch kein Druckmittel gegen dich. Und wir können ja auch nichts machen. Ihr fordert diesen Charakter zu einer Verwaltungsdebatte heraus. Sollen wir das mal probieren? Habe ich doch nie gemacht. Wir haben 15 Verwaltungspunkte. Komm, wir machen das mal. Wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr Prestige von Wastl. 100 Punkte hat er. Ich mache das jetzt mal. Keine Ahnung, was das soll, was da jetzt kommt. Eine modische Debatte. Wir müssen wohl stundenlang über die Gesetze der angemessenen Körperpflege und des Erscheinungsbilds diskutiert haben, wobei wir wild gestikulieren und uralte Gesetze aufs Tableau brachten, die nur wenige am Hof zu kennen schienen. Doch als sich der Staub lichtete, hatte ich offenbar gewonnen. Daher musste König Sepp von Bayern sich bis aufs Untergewand ausziehen. Alle, die am Hofe zugegen waren, haben ihn genauso gesehen, wie Gott ihn schuf. Wieso denn der König Sepp, wenn ich gewonnen habe? Wieso? Hä? Das ist aber nicht der König Sepp, der Prinz Wastl musste sich ausziehen. Wir erhalten 350 Prestigepunkte. Hat jetzt minus 250. Okay. Aber er wird natürlich trotzdem enterbt jetzt. Auch wenn uns das nochmal schön was kostet. An Bekanntheit und Prestige.
Aber wir wollen ja hier unsere Nachfolge zusammenhalten. Das ist ganz wichtig. Gut, und jetzt ist erstmal die Nachfolge gesichert. Das ist schon mal in Ordnung. Hier unten wird immer noch versucht, einen Anspruch zu fingieren. Bayern hat immer noch riesige Probleme aktuell. Kann sich aber ganz gut wehren hier. Ja, die haben nichts. Die haben ja gar nichts. Das heißt, das zweite Königreich Bayern bleibt weiterhin bestehen. Gut. Oh, ich habe zu viel gehalten. Herzogtümer. Ach, jetzt habe ich hier Österreich noch mit dabei. Wir müssen Österreich abgeben. Entweder wir geben Österreich ab oder wir geben Böhmen ab. Das ist jetzt hier die Frage. In Böhmen halten wir die Mine und in Österreich halten wir halt Wien. Frage ist, momentan gibt uns natürlich Czaslaw hier oben viel, viel mehr Kohle. Ich würde mal sagen, wir geben Österreich ab, oder? Oder spricht irgendetwas dafür, dass wir das Herzogtum Österreich behalten? Also den Titel. Wir haben ja in beiden nur eine Provinz. Aber ich hätte jetzt keine Ahnung. Wüsste jetzt nicht. Dass sich das irgendwie lohnen würde. Na gut, die Frage ist nur an wen. Sind alle sehr sauer? Kurze Herrschaft, Angriffskrieg, zu viele Herzogtümer. Lincia hält die Herzogtum de Jure, ja. Tyrann. Ich hätte gern jemanden. Katholisch-Bayerisch ist schon mal nicht schlecht. Er ist wie alt? 47, hat aber schon Kinder. Die Dame hier. Auch ganz schön stark hier, die Dame. Also die Dame, die wird sich wahrscheinlich das gleich wiederholen. Ich gebe es mal ihm hier. 232. Und sie hat 380. Es könnte knapp werden. Wenn er es geschickt anstellt, vielleicht ein bisschen Kohle sammelt, dann könnte er es sogar schaffen, das Ganze zu halten. So, wir halten natürlich Wien selber erstmal, solange wir das noch halten können. Und unser Sohn hier, der ist ja auch unglaublich gut in der Verwaltung. Von daher sollte das kein Problem sein, dass der dann auch die 7 hier komplett übernehmen kann. Und dadurch natürlich auch wieder fett, dick und fett Kohle einsackt. Apropos Kohle einsacken, wie viel noch? 250, wir sind kurz vor den 250, minus 5. Wenn ich dir ein Artefakt schicke, das ich nicht mehr brauche, dann würden wir vielleicht sogar noch ein paar Punkte bekommen. Na, der Wandteppich von hervorragend hängt bei uns an der Wand. Wir brauchen eigentlich alles, was wir hier drin haben. Da muss unbedingt noch eine Anzeige rein, damit man sieht, ob etwas ausgerüstet ist oder nicht. So Hausbanner und Dynastiebanner, die will er ja nicht. Da hat er ja keinen Bock darauf. 13 Monate noch, dann stellt sich raus, ob wir hier die Sprache lernen. Das wäre schon mal richtig schön. Und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen den Papst beeinflussen. Wir können noch ein bisschen was ausgeben, sonst gibt er uns nämlich keine Kohle. Das heißt, in vielleicht Passau noch was bauen oder zumindest verbessern. Wir brauchen mehr Geld. Geißenhausen. Und in München ist ja auch noch gar nichts gebaut hier. Gut. So, 62% der Krieg hier, das ist okay. Und wir warten auf den Anspruch hier auf das Herzogtum. Unsere Schwester ist leider verstorben. Ich habe schon wieder Anspannung bekommen, Mensch. Ja, zum Mäusemelken. Könnt ihr noch ein Fest machen? Könnt die Katze streicheln?
11 Punkte. Wir können wieder noch ein bisschen die Untertanen erpressen. Das machen wir aber erst nach dem Papst. Und wir werden ein Fest veranstalten. Für 200 kostet das jetzt schon. Uiuiui. Aber dafür ordentlich Anspannung reduziert. So, Festmahl beginnt in Regensburg wahrscheinlich. Mein Neffe versucht sich vom Festmahl vorzuschleichen. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie er seinen Diener was gelegt hat. Ach so, mit meinem Diener oder was? Oder mit seinem Diener, weil er homosexuell ist. Wir können das aufdecken oder nee, wir holen uns ein Druckmittel natürlich. Er hat leider keine Kohle. Er erfahrt vom Geheimnis Hauptmann Ernst Affäre. Selbst der hat keine Kohle. Es ist schlimm. Die ganzen Leute, die wir erpressen wollen, haben alle keine Kohle. In welcher Welt leben wir denn? Und leider auch kein Herzogsanspruch. Wir bekommen von unserer Katze wieder 2 Gold. Okay, dankeschön. Und wir werden zu einer eifrigen Frohnatur. Wunderbar. Ja, komm, das schafft er noch. 2% noch. Wir haben über 1000 Punkte. Wir können demnächst die Mischkultur machen. Wunderbar. Nur mal angenommen, oder wurde jemand exkommuniziert? Nur mal angenommen, wir würden zum Papst runterkommen. Der hat 4500 und 1600 Gold. Also so die Ambition, die wir aktuell hegen, dass wir uns hier den Papst noch, beziehungsweise Rom schnappen. Das ist schon ganz schön ambitioniert, würde ich mal meinen. Oh, seit wann? Ich habe noch ein Fragezeichen offen, Leute. Ich habe noch ein Fragezeichen. Mischkultur bilden. Komischerweise. Also, ein leerer Ratsposten. Das heißt, es müsste wahrscheinlich jetzt dann ein Achievement geben. Denke ich mal. Ein Ratsspitzel mit 17 Punkten. Bürgermeisterin Sophia. Das heißt, wir werden jetzt wieder ein bisschen Steuern eintreiben. Kultur fördern, Entwicklung in Gebäude. Komm, wir machen Kultur fördern. Wir machen Kohle. Weil wir jetzt schon so weit sind, dass wir hier die Mischkultur machen können, oder was? Ja, wir sind bei 40%. Wir können die Mischkultur erstellen, liebe Leute. Und wir brauchen natürlich einen formidablen Kulturnamen. Die Frage ist, welcher Name bietet sich denn hier an? Also natürlich muss bayerisch vorne stehen. Wenn wir sagen Bajce, also die Mischung aus bayerisch und tschechisch, Bajce oder Cepai oder einfach nur Bayern. Die Mischkultur ist eigentlich gar keine richtige Mischkultur. Sie ist einfach nur die bayerische Kultur. Es ist einfach nur die bayerische Kultur. Wir machen da gar keine Gefangenen und sagen einfach, das ist die bayerische Kultur. Bayerisch. Ist zu schwer auszusprechen. Ich würde sagen, ich nenne die jetzt einfach Bayern ganz egoistisch.